Willkommen, meine Damen und Herren, zu Variolent 3. Hier waren wir stehen geblieben und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was geschehen ist. Okay, da muss ich... Ja. Okay, Moment. Das... Ah. Es gab irgendein Power-Up, oder? Moment. Hier, oder? Die verstärkte Hose. Ja, geh mal ich jetzt einfach mal nach Sea Turtle Rocks. Da werde ich mehr erfahren. Okay. Und zwar hier müsste ich jetzt nämlich runter. Ja. Ja, da ist nämlich die grüne Kiste. Zack. Die rote müsste, habe ich, konnte ich glaube ich da bekommen, als sich das Wasser aufgeklärt hat. Warte mal, hier ist die Kiste, also muss ich jetzt erstmal nach hier. Und springen. Und springen. Und nächste Etage. Das ist natürlich schön, dass ich jetzt mit dem... Und da ist der Schlüssel. Ne, das finde ich schon mal schön, dass ich mit den Lichtverhältnissen des Emulators da sogar etwas sehen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das in der Aufnahme wird. Vielleicht ist es ja... irgendwie in der Aufnahme anders, aber... Falls man da jetzt, falls man in diesem mysteriösen Raum, durch den ich eben durchgerollt bin, irgendwelche Konturen gesehen hat, tut einfach mal so, als hättet ihr das nicht gesehen. Hier, ne? Hier ist nur schwarzes Nichts. So, und das wär's auch schon. Grüne Kiste. Au, au, au. Ja, ich erinnere mich. Das fehlt noch was. Da muss ich noch mehr sammeln. Ja, ja, Game. Sehen wir mal im westlichen Krater. Da war nämlich im Boden so etwas Tolles. Allerdings weiß ich auch, dass es mir jetzt gerade noch nichts bringt, weil da unten fand ich... finde ich keinen Schlüssel. Den muss ich hier oben suchen. Hier. Ja. Kann ich mich natürlich jetzt hier schön durchgraben und... Ah. Viel schneller als beim letzten Mal. Denn... Ja, hier kann ich ja jetzt werfen. Das konnte ich, glaube letztes Mal noch nicht. So. Und wieder hoch. Oha. Gut. Ja. Sehr schön. Du musst aufpassen, dass du nicht gegen die Decke springen, sonst fällt mir das Viech aus der Hand. Hier ist er nämlich, der rote Schlüssel. Ja, du mich auch. Komm, ne. Doch, 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 ich brauch das, sonst komme ich hier nicht mehr raus. Bam. Durch die Wand. Ja. Geh doch. Hier geht's jetzt weiter, da kann ich das hier kaputt machen. Und ja, setz mich auf, stell mich auf dieses Fahrzeug. Ich darf natürlich nicht vom Feuer getroffen werden, das muss ich jetzt nicht noch erwähnen, hoffe ich. Gut. Ja.
Und da unten gibt es einen Weg zurück, falls ich den roten Schlüssel nicht habe. Oder zwischendurch rollt runterfalle. Super. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier zu suchen hatte. Das war auf jeden Fall nichts Wichtiges. Wo war das nächste? Ah ja, hier. Desert Ruins. Hier wäre überhaupt nichts. Hier muss ich lang. Da komme ich nicht raus. Ne, also das Schwertpracht bringt mir überhaupt nichts. Das ist reinste Dekoration. Diese Blöcke kann ich zerstören, wenn ich diesen Power-Up habe. Diesen. Keine Ahnung. Das Teil, was meinen Schlag erhöhte. Und hier unten geht es jetzt weiter. Da finde ich eine Tür. Mit Licht. Im Schlüssel und Fledermäuse. Das Licht verwandelt mich zurück. Also muss ich ausweichen und hier ist der Schlüssel. Und da komme ich noch nicht rein. Hier ist aber irgendetwas. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Versuch's mal von der anderen Seite. Münze, Tür. Komm du mal da runter, Joch. Münze. Pam. Da ist das, was ich suche, der Schalter, der müsste diese Plattform unter der Tür aufmachen. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Na gut, aber nach oben gibt es ja immer noch einen zweiten Weg. Einen anderen Weg. Gut. Diese Röhre da oben fungiert als Ausgang, mit der kann ich eh noch nichts machen. Die da oben. Ja, daneben. Ja, auf den Kopf springen und dann... Bla. Ja, das Teil drücken. Warum auch immer er sich dann aufbläst, weiß ich nicht. Ja. Wenn ich von ihm getroffen wäre, wäre ich halt nach oben geflogen und hier geht's auch nochmal raus. Aber ich habe ja den Schlüssel, also sehen wir mal, was drin ist. Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre das nur ein Viertel von etwas Ganze. In Wahrheit ist es aber die Hälfte, wie man jetzt hier sieht. Ah, die Sonne, sie brennt. Gut, das ist jetzt auch eine Sache, die ich eigentlich nie wirklich verstanden habe. Und zwar, aber jetzt wird es auch im Osten Tag. Ganz normal Tag oder Nacht. Helfen tut mir das Ganze nur im Colossal Hole weiter. In the Frigate Sea und in Castle of Illusions passiert gar nichts. Gut, es gibt jetzt autark dort. Aber sonst halt nichts. Und warum der Stagnant Trump da eben nicht mitgezählt wurde, ist mir auch Rätsel. Also im Colossal Hole geht's weiter.
Denn wenn ich die Welt tagsüber betrete, schlafen die Eulen. Und wenn ich die jetzt wach mache, dann fliegen die tiefer und ich kann mich dranhängen und fliege dann so. Ich kann gedrückt halten, dann geht's schneller. Ich kann es bleiben lassen, dann geht's langsamer. Das ist interessant. Das erklärt so manches. Komme ich auf jeden Fall später nochmal dran zu sprechen. Hier geht's jetzt weiter, da habe ich noch eine Ersatzeule. Und jetzt muss ich durch das Labyrinth durch. Die Eule ist komplett egal, die fliegt durch alles hindurch. Aber dass ich nicht für den Stachen getroffen werde, ist halt wichtig. Da ist ein Ausgang, den will ich nicht. Hier war, glaube ich, eine Sonne, ja. Gibt auch die Variante mit dem Mond nachtüber, kennt man ja. Oh, hi Bär. Ja, ich kann ihn nicht hochheben. Den kann ich hochheben. Jetzt muss ich aber wieder, hoppala, einmal bis ganz nach aus. Oder? Kann ich das wieder aus euer Reich? Ne. Ich kann versuchen. Ach, der kann ja gar nicht durch die Dicke durch. Das erklärt so manches. Ne, er kann da gar nicht raus. Dann ist ja blöd. Nein. Na, ignorieren. Hier, komm mal her, Sonne. Dich brauche ich jetzt mal. So. Obwohl, hier will ich gar nicht hin. Ah, herrlich. Den grünen Schlüssel, wo gab's den? Nein, nein, nein. Ja, hier. Ah doch, ach, Feuer, ja. Hier, komm mal her. Ja. War jetzt kein großes Kunststück, los. Hier unten ist auch nichts. Nee, da muss ich irgendwie einen Gegner durchwerfen können. Aber jetzt gerade keine Ahnung wie. Finde ich auch unglaublich komisch. So, jetzt komm mal her, jo. Ja, geht doch. Ja. Irgendwie muss ich versuchen, hier zu bleiben, weil ich nicht genau weiß, wann ich das passiert, genau. So. Ein Schuh. Power Up, ja. Jetzt habe ich einen Schuh gefunden. Ja. Ich kann nicht 3 Blöcke hochspringen. Kann auf Gegner springen. Ich glaube, da kann ich sogar 4 Blöcke hochspringen. Ich weiß es nicht. Crosslands. Stagnant Swamp. In the Cave of Flames. Sitzen die ganzen Flamer drin. Ja. Mit einem neuen Schuh wurde der zweite Schuh wurde allerdings nicht mit implementiert. Wie wird das Wort doch mal ausgesprochen? Egal.